Als größte zusammenhängende Waldfläche Europas ist der Pfälzerwald prädestiniert für die Errichtung eines Nationalparks. Durch den Pfälzerwald gibt es viele schöne, interessante Wanderwege und es gibt viele schöne, landschaftlich spannende Ecken. Am nördlichen Rand des Pfälzerwaldes steht der Humbergturm. Von der Aussichtsplattform am Humbergturm hat man einen guten Ausblick auf eine ganz interessante Stadt mitten im Wald. Vielleicht habt ihr schon erraten, welche Stadt das ist. Um einen noch besseren Blick auf die Stadt zu werfen, möchte ich mit euch nun die Stufen zum Humbergturm besteigen. Sicherlich habt ihr längst erraten, welche Stadt ich meine. Es ist die Stadt im Herzen des Pfälzerwaldes, vielleicht sogar im Herzen der Pfalz, wobei man das geografisch natürlich nicht unterschreiben kann. Es ist Kaiserslautern. Wenn man nun durch den Pfälzerwald läuft, vom Humbergturm aus, kommt man bald am Bremerhof an. Der Bremerhof ist ein altes Gehöft mitten im Wald, das heute als Gasthof genutzt wird. Um den Bremer herum hat sich eine kleine Weiler angesiedelt, in dem ca. 10 bis 20 Leute wohnen. Weiter durch den Pfälzerwald gelangt man an die Universität. Das Besondere bei der Universität Kaiserslautern, die hauptsächlich wissenschaftlich orientiert ist. Das hier ist übrigens das Symbol der TU Kaiserslautern. Das Besondere an der TU Kaiserslautern ist, dass sie mitten im Wald gelegen ist. Dies ist das Gebäude 1. In diesem Gebäude befinden sich die Raumplaner, zu denen auch ich gehöre. In diesem Gebäude studiere ich aktuell den Master Umweltplanung und Recht. Zu der Zeit, als die Aufnahmen entstanden, habe ich dort den Studiengang Raum- und Umweltplanung studiert. Das Gebäude ist nicht zufällig das Gebäude 1. Die Fakultät für Planungswissenschaften ist eine der ältesten Fakultäten der Technischen Universität Kaiserslautern. Die Zahl der Studenten nimmt jedes Jahr zu, sodass es mittlerweile trotz der drei Gebäude großen Platzmangel an Räumen gibt. Auf dem Campus der TU Kaiserslautern befindet sich auch das sogenannte bunte Wohnheim. In diesem Wohnheim wohne ich zurzeit noch. Leider kann man nur sieben Jahre in einem Studentenwohnheim wohnen. Deshalb muss ich dort bald ausziehen. Auf dem Campus finden sich viele andere Gebäude für die naturwissenschaftlichen Fächer, die elektrowissenschaftlichen Fächer, die Informatik, die Mathematik und natürlich auch für Verfahrenstechnik. Auf dem Campus auch die Universitätsbibliothek, das ist natürlich klar. Mitten auf dem Campus befindet sich dieser mit Schilf zugewucherte Teich. Da müssten eigentlich mal die Raumplaner dran, um das neu zu gestalten. Auch das Amphitheater, das ursprünglich mal für Veranstaltungen gedacht war, aber nur noch selten dafür genutzt wird,
müsste mal planerisch beplant werden. Allgemein gibt es auf dem Campus viele Stellen, wo die Raumplaner vom Campus mal dran müssten. Dort sehen wir nun die Mensa. Neben der Mensa gibt es auf dem Campus auch einen Kindergarten und eine Grundschule. Von der Mensa aus kann man über eine schöne Hängebrücke zum Davenportplatz gelangen. Am Davenportplatz befinden sich verschiedene Geschäfte und auch eine Sparkasse und dieser imposante Brunnen. Zudem läuft man von der Uni oder meinetwegen auch vom Davenportplatz die Trippstadter Straße entlang in Richtung Stadt, findet man auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Studentenwohnheime und Forschungseinrichtungen. Die Forschungseinrichtungen dienen vor allem der Forschung der künstlichen Intelligenz und sonstiger informatikwissenschaftlicher Forschung. Zu den Forschungseinrichtungen gehört auch ein Fraunhofer-Institut und ein Max-Planck-Institut. Am Ende des Forschungsgeländes auf dem ehemaligen Güterbahnhof findet man dieses interessante Gebäude. Läuft man von diesem Gebäude weiter, gelangt man nach einiger Zeit in die Nähe des ehemaligen Schachtgeländes. Nach Schließung der Nähmaschinenfabrik Ende der 90er Jahre und dem Umzug der Restfirmenbestandteile auf ein neues Industriegelände im Norden von Kaiserslautern wurde das Gelände zur Brache. Die Gebäude zerfallen und sollen demnächst zum Teil abgerissen werden. Bis heute ist ungeklärt, was auf diesem Gelände gebaut werden soll. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Forschungsinstitute auf dem ehemaligen Güterbahnhof auf das Gelände des Fachwerks zu erweitern. Einige der Gebäude des Fachgeländes stehen jedoch unter Denkmalschutz. Früher war das Fachgelände über eine Brücke mit der Karl-Pfaff-Siedlung verbunden. Die Karl-Pfaff-Siedlung ist heute ein Wohnviertel von nur noch zum Teil ehemaligen Pfaff-Mitarbeitern. Ursprünglich wurde die Siedlung als Pfaff-Mitarbeitersiedlung errichtet. Nun laufen wir durch eine der schönsten Straßen von Kaiserslautern mit vielen alten Baudenkmälern, der Herzogin von Weimar Straße, hinauf zum ehemaligen Westbahnhof und der Kammgarn. Auf diesem Gelände fand 2000 die erste rheinland-pfälzische Landesgartenschau statt. Dazu wurde das Gelände komplett neu gestaltet. Aus der ehemaligen Kammgarn wurde ein Freizeitgelände, Teile wurden auch Teil der Kaiserslauterer Fachhochschule. Das Landesgartenschaugelände selbst wurde zum Freizeitgelände umgestaltet. Leider war zum Zeitpunkt der Aufnahme das Gelände geschlossen. Von der Kammgarn weiter laufen wir nun in die Innenstadt. Prägendes Element der Kaiserslauterer Innenstadt ist das Kaiserslauterer Rathaus. Das höchste Rathaus, Hochhaus in Deutschland. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen wurde dort gerade das KI-Lautern vor dem Rathaus gebaut. Inzwischen ist die Einkaufsmall KI-Lautern in Kaiserslautern geöffnet und gibt dem Stadtbild eine völlig neue Note. In der Nähe vom Rathaus befindet sich auch die Kasimir-Festung. Die Festung, in der Barbarossa einst wohnte. Barbarossa, der Kaiser mit dem roten Bart, der der Stadt Kaiserslautern seinen Namen gab. Neben der Kasimir-Siedlung befindet sich auch das imposant gebaute Kaiserslauterer Stadttheater. Nun möchte ich mich mit euch in die Kaiserslauterer Innenstadt begeben. In der Altstadt befindet sich heute eine Fußgängerzone. Eines der interessantesten Gebäude der Kaiserslauterer Altstadt ist die evangelische Stiftskirche, welche zu den prägenden Gebäuden der Kaiserslauterer Altstadt gehört. Außerdem stellt die Stiftskirche eines der wenigen Gebäude der Kaiserslauterer Altstadt dar, die nicht im Krieg zerstört wurden und noch vollständig erhalten sind. Die Stiftskirche ist im neogotischen Stil errichtet und besteht aus Buntsandstein.
vielen Ecken, insbesondere in der Kaiserslauterer Fußgängerzone, stößt man immer wieder auf diese Figuren. Auch der vorhin gezeigte Brunnen am Davenportplatz gehört dazu. Es gibt auch einen Führer, der zu diesen Figuren führt. Nun kommen wir zum Kaiserslauterer Hauptbahnhof. Der Kaiserslauterer Hauptbahnhof ist neben dem Platz vom Rathaus in der wichtigsten Verkehrsknoten in Kaiserslautern. Außerdem stellt der Kaiserslauterer Hauptbahnhof hinsichtlich des Eisenbahnverkehrs einen der bedeutendsten Verkehrsknoten der Pfalz dar. Am Kaiserslauterer Hauptbahnhof laufen mehrere Bahnstrecken aus der Pfalz zusammen. Unter anderem die Lautertalbahn von Lauterecken, die Züge aus Kusel, die in Landstuhl abzweigen, kommen ebenfalls dort an. Außerdem gibt es eine Bahnstrecke Richtung Bad Kreuznach und eine Bahnstrecke nach Pirmasens. Die Hauptstrecke verbindet Saarbrücken mit Mannheim. Mit dem Kaiserslauterer Hauptbahnhof möchte ich diesen Film über Kaiserslautern beenden. Ich hoffe, euch hat meine Reise durch Kaiserslautern gefallen. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch demnächst in Kaiserslautern. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.